Puh, eine Affenhitze, mittags um 12 Uhr. Oder wie es biblisch heißt, es war um die sechste Stunde. Jesus war mit seinen Jüngern schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Er wollte dem Stress mit den Pharisäern in Judäa aus dem Weg gehen und ging deshalb zurück in seine Heimat Galiläa. Seltsamerweise aber durch Samaria. Eigentlich mieden Juden diesen Weg. Denn es gab dort schon seit 1000 Jahren Stress zwischen dem Südreich und dem Nordreich. Beide hatten auch ihren eigenen Ort des Gebets. Die Juden in Jerusalem den Tempelberg und die Samariter den alten Kultberg Garizim. Jesus war auf jeden Fall ganz schön geschafft. Und er setzte sich erstmal in den Jakobsbrunnen, um sich eine Runde auszuruhen. Diese samaritische Frau. Ganz alleine in der Mittagshitze. Super ungewöhnlich. Normalerweise kamen die Frauen ja auch immer in kleinen Gruppen. Denn wie ihr wisst, wir halten uns gerne gegenseitig auf dem neuesten Stand. Und auch arbeiten macht zusammen viel mehr Spaß als alleine. Aber zurück zu Jesus. Er spürte sofort, hier stimmt etwas nicht. Diese Frau ist ausgestoßen, mit der will niemand was zu tun haben. Keiner will sie sehen, aber sie will auch niemanden sehen. Sonst käme sie in der Morgendämmerung oder am Spätnachmittag, um Wasser zu holen. Also spricht Jesus diese Frau an und bittet sie, gib mir zu trinken. Und dann entwickelt sich aus dieser kleinen Geste heraus so ein tolles Gespräch, wo die Frau sich wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich verstanden und angenommen gefühlt hat. Und das sind ja auch diese klitzekleinen Gesten. Zum Beispiel wie so eine Aussage, gib mir doch zu trinken. Und dann tut sich fast der Himmel auf. Und du merkst, da passiert etwas zwischen Menschen, dass sich da etwas öffnet. Und Maruschka, die war schon oft bei uns in den Camps mit Go for Peace, Maruschka hat sich nach einem Camp mal auf den Weg gemacht. Und wie das so ist, voll gearbeitet, dann Rucksack auf, Schlafsack rein. Und natürlich brauchst du eine Trinkflasche, weil in der Sommerhitze durch die Slowakei unterwegs ist es ganz schön heiß. Und alles hatte sie mit. Aber Wasser brauchte sie natürlich immer wieder. Und dann ist sie immer auf die Leute zugegangen in den Dörfern. Und viele sind dann ganz scheu immer zurückgewichen, weil die Bammel hatten. Und wenn die dann aber diese Flasche sahen und dann hörten, haben sie ein bisschen Wasser oder habt ihr ein bisschen Wasser für mich so, dann waren sofort die Herzen offen. Und es haben sich total viele kleine, schöne Gespräche ergeben, wo ganz viel Austausch möglich wurde. Das Leben beginnt dann zu fließen. Was so eine kleine alltägliche Bitte doch alles auslösen kann. Aber du musst es wagen. Du musst dich trauen, auf die Leute zuzugehen und sie anzusprechen. Natürlich ganz behutsam, gerade in diesen Zeiten von Corona. Aber dann erlebst du diese kostbaren Augenblicke des Miteinanders. Und dann öffnet sich auf einmal der Himmel. Es lohnt sich. Trau dich zu bitten, dare to ask. Und jetzt trauen wir uns auch einmal, euch um etwas zu bitten. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Am besten immer gleich mit Glocke. Denn wenn wir über 1000 Abos kommen, dann können wir live streamen vom Smartphone. Das wäre super. Also, trau dich zu bitten, dare to ask.